Jungs, ich muss euch was gestehen. Nehmen wir schon auf? Ja, ich muss euch was gestehen. So, fang mal an, bevor du anfängst, genau. Ich habe EM geguckt. Warum? Ja, ich weiß nicht, das war Nein, das musst du, das ist, du bist ein Jahr zu früh. Ach so. Ich habe EM geguckt, wollte ich sagen. Ja, genau. Haben wir WM gesagt? Nee, du hast richtig gesagt, aber du, entschuldigen musst du dich erst Weihnachten oder im neuen Jahr. In einem Jahr, wenn du dann sagst, ich habe WM geguckt, weil das guckt ja keiner. Nein. Will. Aber ist es nicht jetzt schon so, dass 80% der Leute, die wir kennen, die boykottieren und dieselben 80% posten, weil Facebook, ja, aber jetzt Kopfschwitz? Okay, nee, aber wer was wird also boykottiert? Ich würde das anders ausdrücken, als du es gerade sagst, Erik. Ganz viele Leute boykottieren das nicht, sondern schauen es einfach nicht. Also nicht mit der Attitüde, dass jetzt gesagt wird, ich boykottiere es, sondern es interessiert mich einfach nicht, dass ich es einfach nicht wahrnehme, nicht schaue, nicht verfolge. Ich glaube, das ist einfach so, dass der Zug an einem seitlich dran vorbeifährt, ohne dass man reinschaut. Sozusagen. Aber es sind doch in erster Linie, wir reden jetzt über die EM. Und über die jetzige EM? Genau. Lass uns doch mal die Leute abholen. Also wir sitzen hier im Garten, es ist Freitagabend. Es ist Sommerpause von irgendwas. Corona. Irgendwo in der Zwischenzeit. Und wir machen hier die Blutgrätsche heute. Ist das offizielle Blutgrätsche? Das ist eine offizielle Blutgrätsche, St. Pauli Pop. Und wenn Olli Bock hat, kann er die auch noch zum HSV mitnehmen, die Folge. Weil wir werden das kriegen nicht durch. Ist die Hürde so hoch? Ist nicht so schlimm. Mal sehen. Weiß man erst nachher. Genau. Wir heizen alle HörerInnen willkommen. Und es ist, also du hast jetzt gesagt, wo wir sind, aber vielleicht auch noch kurz wann. Es ist der Viertelfinale, der erste Spieltag. Es gibt nur zwei fürs Viertelfinale und das erste Spiel läuft gerade. Wir sitzen hier, gucken es nicht wirklich, aber es steht in der Verlängerung 1:1. Ihr wisst längst, dass die Schweiz gewonnen hat. Und, wenn ihr das hört, hat die Schweiz gewonnen. Oder eben, ja. Oder und genau, und wir gucken später noch Belgien, Italien, aber jetzt haben wir gedacht, reden wir so ein bisschen mal über Fußball oder Lass uns doch mal die Fühler ausstrecken. Wir sind ja jetzt in so einer Zwischenzeit, wo eigentlich das Fußballinteresse gen Null geht. Also ich habe mal ich kriege täglich einen Anruf vom Kicker, ob ich mein Abo wieder verlängere. Mache ich jetzt irgendwie noch nicht, sondern erst vielleicht irgendwann mal, wenn es losgeht. Was ist das für ein Abo, was du beim Kicker hast? Ich habe die Kicker-App und mehr braucht man doch nicht. Naja, also kriegst du da mehr Infos? Ja, ich kriege die Geheiminfos. Also einmal pro Saison kriegt er so ein dickes Heftchen pro Saison. Also Ergebnisse und vorab damit, oder? Damit kann genau. Alle Tippspiele also, gewinnen. Genau, das ist Willi der ist nämlich deutscher Meister bei Comunio geworden und auch deutscher Meister bei einem Tippspiel mit der Mafia in Hamm. Ganz genau. Und da werden Gelder verschoben, das also gar nicht. Es geht bis tief hinein in die deutsche Politik. Also präsentieren wir hiermit schon unseren ersten Werbepartner. Das wäre schön. Ja, ich glaube nicht. Also die FDP. Die Kollegin, die mich auf FDP in Stralle sponsert diesen Podcast. Schönen Gruß an Wolfgang Kubicki. Leider gibt es keine Sponsorengelder vom Kicker, weil tatsächlich ich ja auf meinem Festnetz zu Hause gar nicht erreichbar war, um irgendwelche Verhandlungen zu führen. Aber vielleicht hört ja irgendjemand mit und es geht auf anderem Wege in die Kassen des St. Pauli. Wir brauchen aber eine Abo-Verlängerung für Willi mit einer Sonderprämie, die eine ganz spezielle sozusagen Kissebier. Die muss ganz speziell sein. Sie muss nämlich in Form Kissebier. Eines du brauchst doch einen Rasenmäher, denke ich. Ja, habe ich schon. Ach, hast du schon. Reden wir über 8,99 im Monat und Ich habe es gar nicht hochgerechnet. Nee, diese E-Plus-Abo, was ich immer tatsächlich habe, liegt, glaube ich, bei im Jahr. Und deswegen weiß ich den, ich glaube, irgendwie sowas wie 100, 100,
20 Okay, ja. Egal. Also jedenfalls irgendeine Zahl, dass das Ding. Ich würde gerne von unseren Hörern und Hörerinnen wissen, wer außer Willi hat noch ein Kicker-Print-Abo? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Nein, Print habe ich nicht. Es ist ein E-Magazin Plus, nennt sich das. Okay, also lass uns doch mal jetzt Print. Das Thema sein lassen, das ist langweilig. Wenn wir schon über die EM reden und ich glaube ja, die es nicht gucken, sind die es vorher auch nur geguckt haben, weil es cool ist und kann man auch mal mitgucken mit Freunden, die so interessiert sind oder der Partner, der eigentlich nicht interessiert ist, guckt es mit seinem Partner. Die gucken vielleicht alle jetzt nicht, aber ich habe geguckt und ich bin auch irgendwie lange nicht so heiß gewesen wie sonst. Ich habe ja immer erzählt, dass ich der Nationalmannschaft, damit bin ich hat mein Fußballinteresse geweckt und nach wie vor liebe ich es, wenn die Nationalmannschaft spielt und kann mich auch dafür begeistern. Ein Spiel wie Portugal, das hat mich wirklich happy gemacht. Jetzt sind wir rausgeflogen gegen England. Wie geht's euch damit? Ist es scheißegal oder? Also ich habe tatsächlich 2 Spiele gesehen insgesamt von allen Partien. Von allen 44 habe ich tatsächlich 2 gesehen. Nur das Deutschlandspiel gegen Ungarn. Was müssen wir nicht überreden, aber das England-Spiel habe ich tatsächlich auch gesehen und habe dann... Also ja, da hast du die beiden beschissensten Spiele genau. Der EM wahrscheinlich. Und deswegen ist es tatsächlich auch, das entspricht ungefähr meiner Motivation, wie mich diese EM anspricht oder mitnimmt. Also irgendwie, ich war auch nicht geknickt, als es hieß, es war es dann bei dem Spiel, deswegen also... Eigentlich war ich vorher nicht dabei, bin ich jetzt nicht dabei. Aber generell warst du mal dabei? Also in also früheren Turnieren? Ich war auch natürlich. Turnieren. Ich war auch mal, 2006 war ich auch im Stadion bei ein paar Spielen, weil sich das so ergeben hatte. Es ist einfach so eine Geschichte, dass ich von vornherein, also es sind mehrere kleine Momente, die mich dazu gebracht haben, dass ich das, also ich will jetzt gerade gar nicht von diesem Dänemark-Spiel mit Eriksen, dass ich da gesagt habe, okay, das ist alles... ganz seltsam damit weitergespielt, das ist so eine Geschichte. Dann überhaupt dieses Widersinnige zu sehen, dass in irgendeinem Fußballstadion 60.000 Leute oder 40.000 oder 50.000 Leute sind, wo man in einer Zeit lebt, wo einem Menschenmassen auf Bürgersteigen schon komisch vorkommen, geschweige denn nebeneinander im Stadion. Das ist alles so, das ist nicht meins gewesen und deswegen habe ich da irgendwie also den Zutritt verwehrt. Also ist der Karl Lauterbach, der Fußball-Podcaster. Also ja, ich will ja keinen irgendwie auf meine Seite oder irgendwie. Nein, aber das für mich habe ich gesagt, nö, das ist einfach, ich weiß nicht, es reizt mich einfach nicht. Es ist nicht mal so, dass es eine Überwindung für mich war, zu sagen, ich gucke die Spiele nicht, sondern es gab einfach Sachen, die mir in dem Moment deutlich wichtiger vorkamen, als ein Spiel zwischen zwei Mannschaften zu sehen, die mich einfach gar nicht interessieren. Ja, aber. Es ist ja auch absolut richtig, es gibt 1000 Gründe, generell Fußball nicht gut zu finden. Jetzt, wenn du sowas ansprichst wie Corona, dann muss man doch wirklich, da muss man doch wirklich klar sagen, wie die UEFA sich hier verhält, es ist wirklich ein Trauerspiel, oder? Also es wurde in den Schalen überall wurde ewig geredet, wir haben das beste Hygienekonzept und. Und das, du siehst das erste Spiel und du siehst die Fans da sich umarmen, alle keine Masken tragen. Es interessiert die UEFA einen Scheißdreck. Was ist das für ein Hygienekonzept? Was ist das Konzept, wenn diese Leute da alle zusammen feiern? Wir sehen es ja, in Schottland hat sich jetzt gerade gestern irgendwie 1900 Leute infiziert. Es ist eine Katastrophe im Grunde genommen, das Konzept, wenn das das Konzept ist. Zumal das ja ausstrahlt auf das, was wir... Auf unsere Gesellschaft. Auf unsere Gesellschaft, aber auch auf unseren Fußball. Also ich meine, hätte man uns vorher gefragt und gesagt, okay, die EM machen wir ohne Zuschauer, dafür dürft ihr beim HSV und wir bei St. Pauli ins Stadion, hätten wir natürlich gesagt, ja klar, sofort. Und jetzt wird Folgendes passieren, jetzt wird nach der EM, werden die Diskussionen irgendwie hochschwappen. Mhm. Und also vielleicht kann man eben aktuell mal sagen, wir haben gerade heute die Info bekommen vom Senat, dass sowohl St. Pauli als auch der HSV 30% Auslastung, ja. Das bedeutet für euch 9.000, beim HSV sind es 17.000 Zuschauer. Für wie viele Spiele eigentlich, das hatte ich nicht mit. Für wie viele Spiele? Ja, also nein, nur für das erste. Bis eine neue. Genau, also ja. Das ist das Geringste. Also wir haben jetzt ein Testspiel. Da dürfen wir irgendwie 5.400 Zuschauer zulassen, aber der Ligastart am 23.
Also das ist ja noch kein Heimspiel bei uns, aber wenn es dann losgeht gegen Dresden, sind es 17.000 Zuschauer und ich glaube auch fast, also im Moment macht sich ja diese Delta-Geschichte und alles, weil dass das wieder einkassiert wird. Vor allem nach den Erfahrungen, die jetzt gemacht werden. Ne? Genau, das ist ja mein Reden. Ne? Also die EM und die EUFA, UEFA, Gott. Ja. Dieser korrupte Haufen da, das ist ja auch so geil. Man darf Fußballverbände, also ich bin ja sonst immer sehr vorsichtig, ne, mit Tatsachenbehauptungen. Aber bei Fußballverbänden ist das ja jetzt nun mal amtlich. Ja, das ist einfach, man kann wirklich, also wirklich jeder Idiot sieht, wie sich, was sich die UEFA erlaubt, dass sie wirklich Länder unter Druck setzt. Ja, wenn du nicht 60.000 reinlässt, dann geben wir das Finale mal eben in irgendein Land, denen das scheißegal ist. Und die so tun, als ob es das Problem nicht gäbe. Und anstatt dann zu sagen, ja, wir machen da nicht mit, lassen sie sich dann weichkloppen und das werden 60.000 Zuschauer im Finale in Wembley. Ja. Sein und nach den Erfahrungen, die wir jetzt mit den Schottischen, ist es eine Katastrophe im Prinzip. Ne? Also das ist einfach wirklich, und das haben wir noch vor uns. Man könnte ja eigentlich nur sagen, hier, jetzt mal vorsichtig sein. Und das Schlimme ist ja einfach das, dass uns hören jetzt keine Leute zu, die Fußball nicht interessiert sind, aber wir alle kennen Leute, die kein Interesse am Fußball haben und die sagen sich, ey, wollt ihr mich verarschen? Meine Kinder dürfen nirgendwo feiern gehen, dürfen einen Scheißdreck machen und die müssen sich testen, die Kinder in der Schule dürfen sich nicht berühren und was weiß ich. Und ich sehe hier eine Sache, die einfach... Brüllen Arm in Arm, die Leute auf den Tribünen sich umarmen. Ja, natürlich auch nicht nur die Bilder, sondern auch die Bilder, es wirkt jetzt alles so wieder so obervorsichtig, aber wenn du die Bilder siehst von aus England, wie sie gefeiert haben, was ich den Engländern ja auch echt gönne, die armen Schweine, die haben ja nicht viel erreicht da international, in den Bars und überall, es ist einfach, die EM ist im Moment, es ist kein gutes Zeichen für alle anderen, die auf alles verzichten müssen. Was quasi da der Karneval im Sommer. Aber es ist auch politisch überhaupt total nachvollziehbar. Boris Johnson sagt, okay, wir erweitern das sozusagen, dass es dann dazu führt, dass halt mehr Leute im Stadion sind, weil das ihm natürlich, weil Fußball ist natürlich ein Volkssport in England, sie sind erfolgreich, haben uns rausgeworfen, sind jetzt sozusagen einer der wenigen Favoriten, die noch mit im Turnier sind, das fällt alles positiv auf ihn zurück, da wird so eine Delta-Variante totgeschwiegen, die jetzt das Land durchführt. Es ist zwar jetzt sehr politisch, aber es ist, ich arbeite viel mit englischen Firmen, es ist wirklich so das Ding, dass sie ein bisschen schneller waren im Impfen und jetzt hier vielleicht auch wirklich noch, dass sie Deutschland geschlagen haben. Das hilft so einem Politiker so sehr, dass man über all den ganzen Scheiß, der da sonst passiert, also Brexit Mist und aber auch was da mit Delta abgeht, dass da, ach scheißegal, das sind die wichtigen Dinge. Und es ist ja auch nachvollziehbar, dass die Menschen dürsten danach nach sowas. Die Freude, jetzt Deutschland mal geschlagen zu haben, ist mega groß. Dass sie morgen gegen die Ukraine verlieren werden, ist ein anderes Thema. Aber hast du eigentlich in irgendeinem Tippspiel mitgemacht? Falls ja, kennen keine Leute sag mehr. Mir mal deine Tipps, damit ich genau andersrum tippe, um zu gewinnen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, also früher, und da merke ich ja auch, dass das Interesse geringer geworden ist, wurden mir Tippspiele immer so von allen möglichen Seiten so, müsst ihr da nicht mitmachen? Nee, habe ich nicht. Sorry. Aber komm, erzähl mir nicht, dass du auf die Schweiz getippt hast gegen Frankreich und solche Geschichten. Oder, oh, jetzt holt er sein Handy raus und zeigt uns jetzt das. Jetzt wird der Kicktipp gezeigt. Kippt. Ach so, deswegen hast du diese App, weil du dabei... Firmen-Kicktipp. Willi ist Dritter. Nee, was bist du? Zweiter. Zwischen wie viel? Von 20. 20.000? 20. Ja, nee, aber gut. Umfeld halt. Und du hast nicht nur alles so 2-1 getippt, das sind ja immer die Erfolgs... Ja, natürlich habe ich auch nicht auf Schweiz getippt. Bei mir im Tippspiel war Frankreich Weltmeister und ich wollte bei mir für mich Weltmeister. Die sind immer noch Weltmeister. Aber das heißt, dass du die nächsten Tipps sehr oft falsch sind, weil du noch nicht mal die richtigen Paarungen hast. Nein, das ist egal. Du gabst Bonusfragen. Du sagst halt, wer kommt ins Halbfinale. Achso, dann wird immer neu gefragt. Ja, jetzt genau, alles neu, also musst du nicht vorher. Jetzt ist es okay, aber das war für mich so die einzige... Taktik, um mich selber zu überrumpeln, damit ich mir zumindest die Ergebnisse angucke, weil sonst hätte mich auch nicht interessiert. Ja, aber das ist krass, weil das ist bei mir ja ganz anders. Also ich bin ja so ein Klassiker, tatsächlich glaube ich der Klassiker. Ich bin vorher nicht interessiert, aber
das ist, für mich ist das wie bei Disney-Filmen, wie bei so einem Piratenfilm von Disney. Ich weiß ganz genau, eigentlich ist das nicht mein Ding, aber wenn ich den dann gucke, denke ich, oh, oder Bambi. Oder, ich weiß ganz genau, das ist alles, die manipulieren mich. Und da geht es nur um Geld, aber das ist irgendwie so süß und so. Und das ist, also mich kriegt so ein Spiel, wie zum Beispiel die... Deutschland, Portugal oder Schweiz, Frankreich. Ja, oder die Achtelfinale. Ach, ja, genau. Diese 5-3, also diese spannenden Geschichten. Ja, da, ich meine, da sitzt du da und hast eigentlich mit beiden Ländern, außer dass du die irgendwie ganz nett findest, irgendwie da schon mal warst oder so, hast du ja eigentlich mit den Mannschaften nichts doch, zu tun. Doch, aber ich sehe das immer so. Doch, aber ich finde, mir ist es immer ganz wichtig, wenn man rausfliegt. Und also das schlimmste Erlebnis, was ich hatte, so als Fan der Nationalmannschaft, war... Ja, mein 30. Geburtstag. Wo auch noch der Fernseher runterfiel, ne? Genau. Ja, das erste, gewonnen hat. Ja, wo das erste Mal damals noch natürlich Hubchef vom HSV und solche. Nee, das war ja Bulgarien, glaube ich. Das war so mit Letschkow. Mit Letschkow und nicht Hubchef. Aber auf jeden Fall HSV-Spieler machten da das Spiel. Da sind wir raus. Nee, das war das zweite. Das war USA. Ja, genau. Aber wir sind auch. Naja, auf jeden Fall haben wir. Eigentlich ist immer bis ins Finale geschafft und 94 das erste Mal nicht. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Was mache ich denn jetzt? Ich bin also aufgewachsen. Also ich habe mich spät für die Nationalmannschaft interessiert. Aber wenn man 82, wir sind immer ins Finale. Immer mindestens Halbfinale. Also immer lange dabei. Und wenn du dann plötzlich so im Achtelfinale oder Viertelfinale rausfliegst, das war für uns als Deutschlandfans einfach der Horror. Wie komme ich jetzt gerade darauf? Weiß ich jetzt nicht mehr, was du war das. Was ich wichtig finde, ist, dass man das dann weiterguckt und nicht nur. Nein, genau. Nee, nein. Was ich dann immer wichtig finde, und das ist der Hauptpunkt, dass dann gewisse Länder rausfliegen. Also, dass dann, wir haben ja jetzt 6 Titel, also 3 Europameisterschaften, nee, 4, 7 Titel, 4 Weltmeisterschaften. Also, ich möchte jetzt, ich wünsche, auch wenn die Engländer uns rausgeschmissen haben, ich möchte jetzt, dass England gewinnt oder Belgien. Das ist doch. Fein, die haben noch nichts richtig erreicht, einen WM-Titel, Belgien, gar nichts. Aber wenn jetzt wieder Italien gewinnt oder Spanien, also da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, also das wäre auch, ich meine, verdient wäre es vielleicht für Italien und so, aber weiß ich nicht. Also ich bin auch für England, das ist doch immer so. Also man, hier, Willi ist doch ein alter Fan von Three Lions on a Shirt. Ja, gegen England habe ich auch, also es ist tatsächlich auch immer eine Herzenssache, die ich gut. Aber die werden es ja nicht schaffen. Die haben ja auch gegen Deutschland kein tolles Spiel gezeigt. Wir haben Kacke gespielt und die haben's, die waren ehrgeiziger und haben ein bisschen wacher gewesen. Genau, und wir haben 2 Tore, die wir hätten machen können, Werner und Müller. Ja, haben wir halt nicht gemacht. Oder Müller mit einem 1-1, da hätte das ganz anders ausgehen können. War nicht so, haben wir nicht verdient gehabt. Aber die Engländer haben jetzt auch nicht so überzeugt, dass man das Gefühl hat, egal, also die werden vielleicht jetzt gegen die Ukraine gewinnen und danach haben sie auch nur Tschechien oder Dänemark, glaube ich, auf der Uhr. Also das ist auch machbar. Aber am Ende wartet eben dieser Klopper, wer auch immer das sein wird. Italien oder Spanien, denke ich. Aber vielleicht werden wir eines Besseren belehren. Und ich hoffe eben, das ist dann, und das ist immer so mein, was mich noch so antreibt, eigentlich nicht, wer gewinnt, sondern wer rausfliegt. Also das, ja, gut, aber egal. Ja, also da sind schon ordentlich welche rausgeflogen. Ja, das stimmt. Die Todesgruppe hat es auch nur bis ins Achtelfinale geschafft. Alle rausgeflogen. Stimmt. Ja, vielleicht war es zu anstrengend für alle. Ne? Ja, das stand in der Zeit, glaube ich. Ne? Ich glaube, Oliver Fritsch hatte das aufgebracht. Wieso die alle ausgeschieden sind, was sich in der Vorrunde schon aufgerieben haben. Ich finde ja auch diese ganzen vielleicht, Kriegsmetaphern, finde ich auch wirklich schlimm da. Aber ja, wie gesagt, ich bin so ein... Der Bomber. Ich werde die Kanone, die Walz aus der Pfalz. Monats-Torschützen-Kanone. Il-Panzer-Trio hieß ja 1990, ich glaube, Matthäus, Klinsmann, Völler. Il-Panzer-Trio. Ja, das haben wir mal die Kurve in die zweite Liga kriegen, damit wir noch ein bisschen. Ja, lass es mal machen, damit wir die 2 Hörerinnen, die uns jetzt noch zuhören. Ey, erzähl mal meine kleine Kurve in die zweite Liga. Wir scheiden aus und ich denke so, dann rede ich auch mit meinem Kollegen über unseren HSV-Podcast. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wann soll ich mich für den HSV wieder interessieren? Gucke ich jetzt noch bei der EM, es nervt mich alles. Und jetzt HSV, wie soll ich mich dafür interessieren? Ich bin bei der Arbeit und irgendjemand schickt mir einen Link. Du, die sind gerade im Trainingslager und auf YouTube ist ein Trainingsspiel. HSV gegen Innsbruck-Wacker oder wie? Wacker-Innsbruck. Ja. Ich angemacht, angefixt, da war es um mich geschehen. Das Spiel war langweilig, 1-0.
Ihr habt ja wenigstens, glaube ich, noch im Testspiel 4-0 gewonnen. Ja. 4-0 und 2-0. So, die Hertha hat gestern im Testspiel 16-0 gewonnen. Sowas würde ich natürlich auch nochmal lieber sehen. Aber schon war ich war nicht ganz so drin, aber ich habe gemerkt, okay, das kriegt dich schnell wieder. Also unterm Strich beide ungeschlagen, ne? Bei den Hamburger Mannschaften bis jetzt. Erweiterter Favoritenkreis, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Das, eine Frage hätte ich, aber sozusagen auf die Frage wäre ich nie gekommen, aber das ist mir jetzt eben eingefallen. Also du findest also ein 16-0 gegen Buxtehude beispielsweise interessanter als ein 1-0 gegen Kopenhagen, oder? Also das gehe jetzt ja gar nicht, wir wissen ja, ich weiß jetzt nicht, welche Liga der Gegner von Hertha war. Ich nehme mal an, sowas wie Buxtehude. Ja, aber der HSV schafft es auch, ein 1-1 gegen Buxtehude zu spielen, ja, glaube ich. Das ist ja das Problem. Also natürlich fände ich ein 16-0 generell besser, aber wenn es jetzt eine Mannschaft aus der untersten Liga ist, ist ja auch albern. Aber es ist ja sowieso alles noch so am Anfang. Und Ihr seid im Trainingslager, wo seid ihr? Also Herzlake ist der FC St. Pauli. Wir sind Herzogenaurach, wir haben übernommen die Zimmer. Die Betten mussten nicht gewechselt werden. Nein, ist nicht so. Frag mich nicht, ist auch egal. Wir sind in Österreich und im Trainingslager und es soll alles super toll sein. Das habe ich, als die Kommentatoren als Spiel kommentierten und es langweilig wurde, haben sie lange geschwärmt über die Verhältnisse dort vor Ort und es soll alles mega sein. Also beste Verhältnisse fürs Trainingslager für den HSV. Und gibt es denn den Barcelona-Neuzugang schon von Es gibt Reis? Ja, der ist da. Ja, wir haben Van der Vaart als Tipp, von den Holländer-Tipps sozusagen, also, von der Holländer-Connection, die seit Jahrzehnten. Es gibt Reis, Baby. Wir hatten ja auch schon mal Kleberreis. Also das ist ja noch witziger, der Name, Kleberreis. Also Reis ist bei uns, hat es schon gegeben. Ob der erfolgreicher wird, das werden wir sehen. Also Neuzugänge beim HSV sind noch überschaubar. Wir haben einen Stürmer dazu bekommen, der aber auch schon 27 ist und von dem man vorher nichts gehört hatte. Und ich glaube, und wir haben die Arbeit, die der HSV bisher gemacht hat, also viele Spieler abgegeben und wenig Geld dafür bekommen, Rick van Drogelen, Narei. Es ist, ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht, wo der Weg im Moment hinführt und was wir erreichen können. Aber entweder muss da noch einiges passieren oder es wird das Mittelmaß auch beim HSV, dass wir oben mitspielen mit dem Kader. Der Anspruch des Aufstiegs ist nicht mehr, also top. Doch, der Anspruch des Aufstiegs wird immer da sein. Aber du musst jetzt erstmal, wir haben einen neuen Trainer. Gibt es da noch was, irgendeine Richtung, irgendeine Meinung? Werner, gleich nach der WM. Bauchgefühl EM. Zu Herrn also, Walter? Tim Walter, ich habe es auch schon mal im Chat einmal gesagt, ich habe ihn mal beobachtet, als er bei Stuttgart war und da gibt es ja auch eine Geschichte. Wir haben zu der Zeit, als er bei Stuttgart war, gegen Stuttgart zu Hause in der Liga 6-2 gewonnen. Es war ein Wahnsinn. 4 Tage später auch zu Hause, die sind also hier geblieben in Hamburg, haben wir im Pokal verloren. Und mein Gott, Walter, das war auch der Titel der Folge. Ich hatte zum Glück meinen Jungs gesagt, wir können doch, wenn das Spiel Samstag ist und das nächste Dienstag, dann machen wir eine Folge am Mittwoch für beide Spiele. Sag ich, nach dem 6-2 sage ich nicht, lass uns bitte jetzt eine Folge machen. Wir sind so geil drauf, wir sind euphorisiert nach 6-2. Wer weiß, was dann nach dem anderen. Und dann haben wir die Folge gemacht und die war geil. Und dann kam die Folge, mein Gott, Walter. Naja, und wie er mit den Medien umgeht, er ist ein ganz komischer Typ. Er ist anders. Er ist, Trainer wie jetzt Hacking oder wie Wolf oder Titz und Titz ging ja im Herbst, weil es nicht reichte, dann kam Wolf, dann kam Hacking und jetzt Daniel Thune, also alles sympathische Typen, alles unterschiedliche Typen, aber wo wir immer gesagt haben, geil, der wird's bringen und die haben immer mega gestartet, wir waren also im Herbst, also im Winter waren wir eigentlich immer auf Platz 1. Und die Rückrunde hat uns dann immer das Genick gebrochen. Und wie soll ein Tim Walter denn jetzt, also der hat ja schon mal
du musst ja jetzt, wenn du es alles so machst, wie es vorher war, und es war ja dann ja am Ende der Saison immer scheiße, aber du warst im Winter immer Number One. Warum sollte das jetzt klappen? Das wird nicht klappen. Nee, wahrscheinlich macht das alles genau andersrum. Ich stehe auf dem Abstiegsplatz. Nein, ich würde nicht so weit gehen. Ich würde sagen, im oberen Drittel, aber hinten, also sechster, siebter Platz zu Weihnachten und dann wird aufgerollt. Dann wird aufgerollt, weil wir dann nicht mehr so diesen Druck nicht mehr haben. Ist er denn noch Trainer dann zu Weihnachten? Das ist eben der Punkt. Er wird dann natürlich nicht mehr Trainer sein. Wer kommt da wieder raus, Uwe? Ja, aber also Tim Walter war für mich schon immer, ich habe mir irgendwann mal gedacht, oh, also so einen will ich nicht haben. Und jetzt hat man so einen, wir haben ja nun alles durch beim HSV. Es ist dieses, also kommende Jahr darf man wirklich, also der Anspruch aufzusteigen ist immer noch da, aber wir haben Schalke, wir haben Bremen mit dabei. Die Kieler werden weiterhin ambitioniert sein. Sie haben unseren Fiete Arp. Ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner, dass Fiete Arp gegen beide Hamburger treffen wird. Ja. Wahrscheinlich mit Kiel. Also ich würde es ihm gönnen, wenn er da wirklich spielt, ne? Weil er ja in der zweiten Mannschaft von Bayern nicht gespielt hat. Genau, und ja. Die dritte Liga abgestiegen in die vierte. Also beim Trainer haben wir es ja dann besser. Wen habt ihr eigentlich da? Luluk. Timo Luhukay haben wir. Das ist eine Kreuzung zwischen zwei Trainertypen. Nee. Der hat sich ja, also der hat ja Wahnsinns Aufholjagd. Also in der Hinrunde wusste man ja noch nicht, wird das was mit dem? Ja, und dann hat man gesagt, der Praktikant. Zum Schluss, ne, sozusagen. Welcher Platz war das nicht? Fast der erste Platz in der Rückrunde oder ganz vorne? Ja, am Ende haben sie ein bisschen geschwächelt. Ja. Die letzten drei Spiele verloren. Ging so ein bisschen die Luft raus, weil ja nichts mehr mit Aufstieg und so. War nichts zu erreichen. Genau. Und, aber lange Platz 1 der Rückrundentabelle. Ja. Und das ist auch so lustig, weil da wird einem ja auch klar, apropos Disney-Film, ich hatte das ja schon gesagt, man weiß ja selber, dass man Teil einer Erzählung ist, die einfach so, auch so leicht Psycho-Züge hat. Zu Weihnachten, da musste der FC St. Pauli extra vom Ehrenrat jetzt noch irgendwie eine Initiative gegen Hassrede machen, weil die Anfeindungen gegen den Sportchef und gegen Timo Schulz, aber im Wesentlichen gegen den Sportchef, einfach so krass waren, weil man gesagt hat, Alter, ihr habt nicht die richtigen Spieler geholt, Timo Schulz ist quasi Trainerpraktikant und wir stehen auf dem Abstiegsplatz, jetzt ist es soweit, Corona, mir geht sowieso nicht gut, ich bin in Kurzarbeit, wir steigen ab, wer hat Schuld? Der FC St. Pauli. Wer hat Schuld? Ja, Schulte hätte Schuld, wenn er noch da gewesen wäre, aber jetzt Schulz hat Schuld. Und von dieser Situation bis hin zu, Alter geil, jetzt steigen wir noch auf, sind glaube ich drei Spiele gewesen, kann das sein? Ja, drei, vier. Ungefähr, drei, vier Spiele. Und da muss man auch sagen, Alter, die ganze Situation ist ja totaler Wahnsinn. Aber ich bin total froh, dass Timo Schulz diese erste Delle in seiner ersten Profitrainerstation so gemeistert hat. Ich meine, zusammen sozusagen hat Bornemann ihn so ein bisschen untergehakt. Und da sieht man auch die Qualität unseres Sportchefs. Und man kann ihm nur lange, lange Jahre sehr viel Gesundheit und ein ganz, ganz großes aktuelles Telefonbuch wünschen, weil das habe ich mit Willi auch schon öfter besprochen. Ich befürchte, das ist so ähnlich wie beim HSV. Das Problem beim FC St. Pauli waren nie die Trainer eigentlich, auch nur weniger die Spieler. Das Problem war, dass man innerhalb von 6 Jahren 4 Sportchefs hatte. Das heißt also, man hatte einen Kader, der nie mal 1 oder 2 volle Jahre von einem Sportchef wirklich modelliert wurde. Und jetzt sind wir endlich so weit. Das ist mit Bornemann, der vorne an der Kasse bei Edeka links. Bodenkamp aber gehen nicht steht. Jetzt, wurde immer gesagt, gehen nicht viele gute Leute bei euch jetzt? Ja, aber der Sportchef bleibt. Das ist ja, gut, aber. Ja, also Kader, ich finde es auch jetzt, ich würde auch gar nicht über die Kaderzusammenstellung jetzt schon reden, weil da kommt bestimmt noch der eine oder andere Podcast hinterher, wo wir dann das mal aufgreifen. Das ist jetzt noch so eine Findungsphase. Aber natürlich hast du 3, 4 Leute, die jetzt auch weg sind, die auch Leistungsträger waren, gerade in der Rückrunde. Aber egal, es ist einfach jetzt so. Es müssen neue kommen, es werden auch neue kommen, es wird irgendwie eine neue Ausrichtung geben, aber das Gerüst besteht ja sozusagen aus Trainer, Sportchef und einer Idee, die dahinter steckt. Vor allem haben wir ein Gerüst, Oliver, das wird dich freuen, und wir spielen jetzt erfolgreich mit der Raute.
Was bedeutet das wieder? Mittelfeldraute. Achso, das war. Wir spielen erfolgreich mit der Mittelfeldraute. St. Pauli ist sozusagen im 20er Jahre Fußball angekommen und spielt mit einer Mittelfeldraute. Und das so erfolgreich, dass sie, hätten sie das ganze Jahr so gespielt, aufgestiegen wären direkt. Und so werden sie wahrscheinlich auch weiterspielen. Und dementsprechend, also am Anfang der Saison hat auch Timo Schulz aus Spaß immer gesagt, wir können so schlecht verteidigen, dass wir eigentlich die ganze Zeit stürmen müssen und hoffen müssen, dass wir mehr Tore schießen als der Gegner. Und ich befürchte, dass das am Anfang der Saison jetzt wieder so sein wird, weil also ich kann die riesige Baustelle liegt in der Innenverteidigung bei uns. Ja, es gibt so ein paar, also da ist auf jeden Fall die größte Lücke, die ich jetzt auch bestätigen würde, wo ich jetzt sagen würde, Innenverteidigung ist auf jeden Fall noch Handlungsbedarf. Aber ich bin immer noch, also es ist, Trainingslager hat jetzt angefangen, Kaderzusammenstellung folgt jetzt, ich denke mal, final noch die nächsten 2, 3, 4 Wochen, ja. Eher 2 Wochen als 4, aber dann werden wir sicherlich noch einen Podcast drüber machen. Insofern. Apropos Oliver und Willi, wenn ihr jemanden bestimmen müsstet, der jetzt Elfmeter schießt aus eurer Mannschaft, die ersten 5, die jetzt Elfmeter schießen, ist schon Elfmeterschießen eigentlich? Ja, es wird jetzt Elfmeterschießen geben. Elfmeterschießen Spanien gegen Schweiz. Und Willi, welche 5 von uns würdest du aufstellen? Du bist Trainer Timo Schulz bei St. Pauli gegen Spanien? Ja, die sich bewährt haben als Schützen natürlich. Ne? Also ein Burgstaller, so ein. Ja, ich nehme einfach mal den Kader vom letzten Jahr. Salazar, wer hat noch Elfmeter geschossen? Ich glaube, erfolgreich bei uns im Kader. Ich würde mir jetzt einfach die Leute. Hat er einen geschossen? Weiß ich gar nicht genau. Nee, müsste man sich mit beschäftigen. Also, das ist auch eine Thematik. Jetzt sag mal auf den Bauch. Komm. Ja, Bauch. Aus dem. Nee, kann ich nicht aus dem Bauch. Also ich würde tatsächlich eher so sagen. Müsste man sich mal vor dem Pokalspiel, wenn es dann eine Auslosung gegeben hätte und irgendwie, was dann so passiert, wer dann so im Kader ist und wer da sich gut fühlt. Das ist, du hast am Ende, hast du, ich sag mal, lockere Fäden von 7, 8 Leuten und dann musst du halt gucken, wer einen guten Eindruck macht. Und aber es ist, ich habe mich eben gewundert, wieso du so ernsthaft antwortest, aber du antwortest natürlich ernsthaft, weil du selbst wahrscheinlich schon mal in der Situation warst als Fußballer, ich oder? Ich war immer mal unter den ersten 5, die geschossen haben und habe dann auch gerne mal verschossen oder eben nicht verschossen, aber das ist so ein bisschen, ja. Also ich würde bei uns Terodde, der ist leider jetzt zu Schalke, ich würde Onana, den verkaufen wir auch gerade, Naray, der ist auch weg, Van Drongelen, Der schießt aber nach hinten und in das Ulreich, andere Tor. Und Ulreich würde auch, nee, den Ulreich nicht. Würde auch enttäuschen. Also das ist ja auch ein Dilemma mit Ulreich. Ich meine, ich weiß zwar nicht, was Bayern jetzt mit dem will. Die werden sie auf keinen Fall, nachdem sie gesehen haben, wie er sich da beim HSV bewährt hat, als zweiten Torwart. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da werden sie noch einen zwischenklemmen. Das geht einfach nicht. Der wird wahrscheinlich in der U23. Also das Ding ist einfach, Ulreich ist deswegen auch gegangen, weil der Tim Walter den Aufbau des Spiels auf jeden Fall vom Torwart ausgehend sieht und Ulreich ist einfach am Ball eine Tröte, hat wirklich auch viele Fauxpas da sich erlaubt und er kann das einfach nicht, dieses Aufbauspiel, er haut den Ball weit raus und wenn wir Glück haben, geht er nicht ins Aus und von daher setzt er wieder auf Heuer Fernandes, ein Torwart, der ersetzt werden musste, weil er eben Qualitäten auf der Linie vermissen hat lassen. Ich hoffe, dass da auch noch was kommt bei uns im Tor, dass das jetzt nicht wieder die Nummer 1 wird. Aber wir haben ja jetzt einen Vassili, wie heißt der mit Nachnamen, was ist das? Ja, nee, weiß ich nicht. Dafür ist der Podcast hier ja bekannt, dass wir die Spieler Namen nicht wissen, deswegen geben wir ihnen immer Spitznamen. Ja, aber man muss sowas auch machen, Vassili, dass der Hörer, wenn der was weiß, sich auch dadurch geiler auch fühlt. Ja, auch meldet. Ich weiß das und wir wissen das nicht. Ich glaube, wir müssen zum Essen. Ja, wir müssen jetzt zum Essen. Ne? Ich meine, Podcast ist ja auch mega. Elfmeterschießen geht jetzt los. Wie gesagt, ich glaube immer noch an die Schweiz, aber toll, toll, toll. Ne? Dann würde ich sagen, ja, wir sind die kurze, knappe Geschichte hier. Ich freue mich auf eine Sache, nämlich in der dritte Spieltag ist schon St. Pauli HSV. Ah, ja, dann machen wir aber ein Millantor, 9000 Podcast, Zuschauer zurzeit erlaubt und vermutlich keine. Wisst ihr, was auch eine Geschichte ist? Beim HSV sind 17.000 Zuschauer erlaubt, aber sie müssen alle in Hamburg wohnen. Und da ist der HSV jetzt auch schon auf Zinne und sagt, das die, total lustig, die meisten wohnen ja. Es gibt doch gar keine 17.000 HSV-Fans, die in Hamburg wohnen. Jetzt reiß ich mal zusammen. Naja.
Reiß dich mal zusammen. Oh, vielen Dank für die Vorlage. Der ganze Podcast. Nein, aber das ist, nein, aber es ist ja, es ist ja auch wahr, denn wir sind ja wirklich im Norden sehr beliebt und da gibt es sehr viele sehr treue Fans, die das schon mal sehr anpissen wird, dass sie das nicht dürfen. Aber das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen. Und ob überhaupt Leute kommen dürfen oder nicht, wir werden sehen. Erster Elfmeter, die Spanier werden verschießen, oben gegen das Lattenkreuz. Lass uns mal den Stecker ziehen. Tatsächlich sogar gegen Posten. So, okay, wir bedanken uns für diese halbe Stunde und bis bald, Jungs. Bis bald. Nur der HSV. Der auch. Auch der HSV. Wenigstens habe ich auch du. Das nochmal loswerden können. Ja, das konntest du auch wiedersehen. Das ganze Studium. Vielleicht auch bezeichnen für die Spanier. Zu viel Präzision. Manchmal ein bisschen mehr. Weil er hat mich extra dreimal angekommen. Pop.